Willkommen zurück zu Programmieren 2. Wir werden uns in diesem Video noch mal kurz anschauen, was eigentlich genau beim Laden passiert, wenn wir uns Stack und Heap anschauen. Und wir sind eben in dieser Main-Funktion, die wir im letzten Video geschrieben haben, jetzt an genau dieser Stelle, dass ich kurz vor dem Laden bin. Deswegen werde ich jetzt in dieser Datei, die wir auch schon öfters gesehen haben, noch mal hier ungefähr aufbauen, wie Stack und Heap aussehen. Also wir haben eben eine Liste Kontakte. Die Variable heißt Kontakte, ist vom Typ List of Contact und hat eben eine Referenz auf ein Objekt. Wir haben hier eben dann diesen Persistenzservice. Diesen Dateinamen können wir mehr oder weniger weglassen, weil das eine Konstante ist. Die wird nicht auf den Stack mit natürlich gepusht, sondern das ist im Code-Anteil sozusagen festgelegt. Wir haben den Persistenzservice, falsches Dokument. So. Persistenzservice vom Typ Persistenzservice. Jetzt werden wir zu groß. Mache ich eins kleiner und auch das ist natürlich eine Referenz. Und wir haben eben, das war es auch schon. Genau, das sind die wesentlichen zwei Sachen. Wir haben dann natürlich hier eben ein Objekt. Entschuldigung, das wollte ich nicht. Ich wollte es duplizieren erst. Das ist eben eine List of Contact. Und ich nehme hier jetzt bloß mal vereinfachend das Feld Count hinzu. Das ist vom Typ Int und hat den Wert 2, weil wir eben in dieser Liste zwei Elemente referenzieren. So. Und wir haben hier eben diese Verbindung zu diesem Objekt. Und intern haben wir natürlich noch zwei andere Objekte. Das ist einmal hier eben ein Kontakt. Der hat eben als Vorname Typ String Referenz. Nachname String, eine Referenz und so weiter. Das nehme ich mal weg. Also ich lasse jetzt absichtlich ein paar Felder weg, damit wir uns nicht zu sehr mit Kleinigkeiten aufhalten. Wir holen uns eben noch diese String-Objekte mit hier rein. Das heißt, hier haben wir eben einen String und da steht tatsächlich eben Walter drin. Und so weiter. Das können wir wieder etwas kürzer machen. Hier haben wir eben White drin stehen. Und natürlich haben wir auch noch mehr Strings, die dann eben zu den entsprechenden Feldern referenzieren. Oder von den entsprechenden Feldern referenziert werden. Aber so in etwa sieht es dann eben aus. Kann ich auch noch ein bisschen kleiner machen und uns hier etwas Platz sparen. So. Und im Prinzip kann ich mir das hier einfach alles einmal kopieren für den Jesse. Ach, er hat eben Vorname, Nachname, hier steht dann aber jeweils eben Jesse und Pinkman drin. Und alle anderen Felder, die wir haben,
die ich hier aber aus Einfachheitsgründen mal weglasse. Und wir referenzieren eben über diese List of T in dieser vereinfachten Darstellung diese beiden Kontakte. So sieht unser Memory eben genau zu diesem Zeitpunkt aus. Persistence Service, na, den sollte ich vielleicht noch dazu nehmen. Das heißt, wir haben nochmal ein neues Objekt. Das können wir einfach mal von diesem hier kopieren. Das ist eben Persistence Service. Und das Ding hat gar keine Felder, die hier jetzt eben von Belang wären. Und wir referenzieren eben ihn hierüber. Und natürlich haben wir auch noch die Variable geladene Kontakte. Das ist eine List of Contact. In der steht aber aktuell noch null. So. So sieht quasi das Speicherbild zum jetzigen Zeitpunkt aus. Also eigentlich hätten wir auch noch die Variable Kontakt, die jetzt auch noch null ist. Die wird ja auch innerhalb, ja gut, eigentlich innerhalb dieses Blocks hier genutzt. Aber die lasse ich jetzt auch weg. Und wir haben hier jetzt eben den Punkt, dass wir jetzt diesen Objektgraph laden. Und wir haben ja sozusagen die Daten dazu jetzt auf einem Speichermedium liegen. Das zeige ich hier jetzt mal durch dieses allgemeine Datenbanksymbol. Das setze ich mal hier an die Seite. Also so stellt man üblicherweise einen persistenten Speicher dar. Hier steht jetzt eben eigentlich unsere Datei und da ist eben XML drin. Und also es ist eine Datei mit XML. Und was wir eben gemacht haben, ist diese Objekte hier oben, alles was ich jetzt hier so mit der Maus auswähle, bis auf den Persistenzservice, die haben wir jetzt ja in XML überführt und in eine Datei geschrieben. Der Punkt ist jetzt, wenn wir das genau umgedreht machen, mit dem Persistenzservice sozusagen dieses Laden auslösen, dann bekommen wir nicht einfach diese Sachen wieder, sondern wenn wir laden, dann wird eben, ich werde mal diesen Persistenzservice einfach hier ein bisschen nach unten schieben, damit wir hier mehr Platz haben. Was eigentlich passiert, ist, dass sich dieser Objektgraph dupliziert. Und zwar so, wenn wir unseren Heap noch etwas größer machen, damit wir etwas mehr Platz haben, dann war das jetzt nicht so klug, was ich gemacht habe. Ich mache erst ein bisschen Platz und dupliziere dann. Okay. Was beim Laden eben passiert, wir kriegen jetzt diesen kompletten Objektgraph dupliziert, ein zweites Mal in unseren Speicher geladen. Ja? Und wenn wir jetzt das hier ausgeführt haben, sind wir jetzt eben an den Punkt angelangt, dass diese Variable nicht mehr auf null zeigt, sondern jetzt eben diese Liste hier referenziert. Und das muss einem einfach bewusst sein. Durch das Laden ist sozusagen die Anzahl der Objekte im Kontext Kontakte eben letztendlich dupliziert worden. Ja? Und wenn wir jetzt mit der Standardimplementierung, was ich am Ende des letzten Videos gesagt habe, diesen Kontakt mit diesem Kontakt hier oben vergleichen, dann haben wir eben das Problem, dass die mit der Standardimplementierung von Object nicht mehr identisch sind, denn dieses Objekt liegt ja wohl offensichtlich an einer anderen Speicheradresse, nämlich an der hier, als dieses. Ja, also wenn wir hier Objekte so hinzeichnen, dann heißt es eigentlich implizit, dass sie einen Anfang haben und den Anfang markiert natürlich eine bestimmte Adresse im Speicher.
Ne? Auf das zeigen ja letztendlich auch diese Pfeile. Wie kann man das beheben? Indem man eben sogenannte Entities oder Value Objects bildet, weil irgendwann möchten wir vielleicht mal an den Punkt kommen, dass wir eben geladene Daten mit schon im Speicher vorhandenen Daten vergleichen und wenn wir dann nicht eben mit Equals feststellen können, dass die gleich sind, dann haben wir halt ein Problem. Die Klasse Kontakt können wir jetzt eben so umgestalten, dass wir eben Equals überschreiben. Und wir haben Value Objects ja schon kennengelernt. Da haben wir Equals so überschrieben, dass sämtliche Felder oder Feldwerte, die ein Objekt hat, dafür ausschlaggebend sind, welche Identität es hat. Also wenn ein anderes Objekt kommt, es muss nicht die gleiche Speicheradresse haben, wie zum Beispiel hier das in diesem Fall so ist. Hier haben wir auch nicht die gleiche Speicheradresse zwischen diesen beiden Kontakten, obwohl sie eigentlich dieselben Werte enthalten, nämlich hier jeweils Walter White. Das möchten wir jetzt hier in diesem Fall eben nicht so machen, sondern wir sagen einfach, wenn die ID eines Kontakts gleich ist, dann sagen wir, dass diese Objekte als identisch gelten. Und was wir hier natürlich machen, wir könnten einfacherweise auch iEquitable wieder natürlich implementieren von Kontakt. Und wir können hier eben prüfen, ist der andere null, dann sagen wir einfach return false. Ansonsten vergleichen wir eben die ID von uns mit der des anderen. Und hier leiten wir eben diesen Equals-Aufruf einfach wieder weiter. Object as Kontakt. Und verstehe jetzt gerade nicht, wo das Problem ist. Achso, okay, ich bin noch beim Debugging. Das darf ich natürlich nicht eingeschaltet haben, wenn ich Code schreibe. Und wenn ich das mache, muss ich natürlich auch getHashCode überschreiben. Und hier gebe ich einfach die ID zurück, die dieses Objekt hat. Ja? So würde ich eben Kontakt anpassen, dass, wenn ich jetzt wieder an diese Stelle komme, so wie wir es im letzten Video gehabt haben, dann kann ich jetzt eben diese Zeile nochmal ausführen und wir bekommen dann eben die Aussage, dass jetzt der geladene Kontakt, also das erste Objekt von geladene Kontakte, von dieser zweiten Collection sozusagen, mit dem Objekt dem ersten Objekt der eigentlichen Kontakte-Collection, die wir schon im Memory erstellt haben, eben jetzt gleich ist. Warum? Weil beide eben die gleiche ID haben. Und damit haben wir jetzt eben dieses Problem der Gleichheit wieder aufgelöst. Und das ist ein übliches Muster, das man eben mit bedenken muss. Was wir hier eben haben, ist bei Kontakt eine sogenannte Entity. Ich lasse mal das Programm noch zu Ende laufen. Warum? Eine Entity hat immer eine ID, die bleibt über die komplette Lebenszeit. Also auch wenn das Objekt mal persistiert wird und kein Prozess hat, sozusagen gerade im Speicher geladen. Genau das müssen wir dann eben aber trotzdem im Kopf haben, dass auch das mit zur Lebenszeit eines Objekts gehört, wenn es persistiert ist und sozusagen nicht gelöscht. Dass die ID eines Objekts dann eben immer gleich bleibt. Vorname, Nachname, Telefonnummer und so weiter. Das kann sich im Verlauf des Lebens eines Objekts ändern. Wichtig ist aber, die ID bleibt gleich. Und das bezeichnet man eben als Entity. Eine Entity weist sich immer mit einer ID eben aus. Und die ID ist das genaue Spezifizierungsmerkmal für die Identität einer Entity. Im Gegensatz dazu haben wir das Value Object kennengelernt. Ein Value Object hat eben keine ID, sondern benutzt eben seine eigentlichen Werte. Wir haben es am Beispiel der Klasse Farbe gesehen. Hier wird eben die Identität eines Objekts über seine Felder festgelegt und das haben wir eben bei uns damals so gelöst, dass wir einfach von dieser Klasse, generischen Klasse Value Object of T ableiten und damit haben wir eben diesen kompletten Code, den wir dafür brauchen, hier direkt mit untergebracht.
für diese Gleichheitsüberprüfung. Also wichtig ist eben, wenn zwei Objekte kommen, dann ist es nicht wichtig, an welcher Speicherstelle die liegen für die Gleichheit, sondern ob Rot, Grün, Blau dieselben Werte haben bei beiden Objekten. Dann gelten diese Value Objects als gleich. Und das ist eben die Unterscheidung, die man noch mit im Kopf haben muss für eben diese Sachen. Damit bin ich am Ende dieses Videos angekommen und sage vielen Dank fürs Zuschauen. Wir werden uns im nächsten Video noch mal kurz mit einer Zusammenfassung für die Dateizugriffe beschäftigen und danach schauen wir uns noch kurz den Zugriff auf Datenbanken an, dort aber nur als exemplarisches Beispiel, weil Sie dafür natürlich die Vorlesung Datenbanken haben, in der Sie sehr viel tiefer in diese Materie einsteigen werden. Nochmals vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.